Herzlich willkommen zum nächsten Part Pokémon Stadium. Heute mit dem guten alten Major Bob und der Elektro-Arena. Ja, wir haben im letzten Part Misty besiegt, konnten jetzt vorgehen gegen den guten Major Bob. Ja, und Major Bob, wie wir alle kennen, besitzt die Elektro-Pokémon. Und deswegen schauen wir uns jetzt einfach mal ein paar Pokémon an, die Erdbeben beherrschen und den Elektro-Attacken resisten. Da haben wir hier einmal das Nidoking, das sieht doch schon ganz gut aus. Was haben wir hier mit Diktri? Diktri hat Schaufler. Hat einen hohen Init-Wert. Das wäre auch eigentlich was für uns. Was haben wir da noch hier Schönes? Wir haben mit zwei Pokémon mit Erdbeben und Schaufler. Sollte eigentlich genügen. Was könnten wir da noch mitnehmen? Nokshan mal anschauen. Ja, bei Nokshan ist das Problem, Donnerschlag und Eishieb sind speziell und da hat es gerade nur 63. Dagegen ist das Kickli mit Turmkick schon ganz gut. Das nehmen wir jetzt einfach mal mit. So, dann haben wir noch. Pinsel ist auch nicht ganz so gut. Relaxo könnten wir mitnehmen. Ja, wir nehmen hier mal Relaxo mit. So, was haben wir da noch? Wir können natürlich noch Pflanzen-Pokémon mitnehmen. Da wäre vielleicht Leaflore gar nicht so schlecht. Ja, wir nehmen Blättertanzsäure, Stoffschlüssel, Schneider. Ja, wir nehmen das Giflor hier noch mit. Und als letztes Pokémon. Was nehmen wir als letztes Pokémon mit? Wir haben Kampf, Normal, Pflanze, Diktri, Nidoking. Nehmen wir Arcani noch mit. Feuersturm, eigentlich Silberblick. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Ich würde sagen, damit versuchen wir die Arena. So, wir haben hier Matrosenrocker, Greis und Major Bob als Angreifer sozusagen, als Verteidiger. So, wir haben hier Matrose. Wir haben hier den Standard-Pokémon eigentlich. Wir nehmen hier Giflor mit. Kickli könnten wir auch mitnehmen. Und wir nehmen mal das Nidoking. Ja, wir nehmen noch das Nidoking mit, ja. Giflor sollte hier eigentlich einen sehr guten Job machen, wenn ich ehrlich bin. Blättertanz sollte hier reinhauen. Mal gucken, bei welchem Pokémon er anfängt. Irgendwie mit Charmus. Charmus dem Muschasan, okay. Charmus dem Muscha. Was haben wir denn hier als Attacken? Wir gehen hier auf den Blättertanz. Der ist oben. Und eigentlich sollte wir schneller sein und sollten mit Blättertanz dieses Charmus eigentlich besiegen, denn Muschas hat nicht viel Spezialverteidigung. Oder beziehungsweise hier Spezial. Einen speziellen Wert. Ja, Blättertanz connected, besiegt dieses will ich immer Schamo sagen, das ist Muschas. Schauen wir mal, was er jetzt hier in den Kampf schickt. Blättertanz ist immer noch aktiv, trifft halt 2 bis 3 Mal. Und danach wird man halt entweder nach dem 2. oder 3. Mal verwirrt, also wie ein Fuchtler eigentlich. Oder wie ein Fuchtler oder ein Wutanfall. Oh, Habitax setzt Bohrschnabel ein. Okay, das ist stark. Das ist sogar sehr stark. Es fuchtelt wild in der Gegend herum, ja. Fuchtel mal rum und triff mal bitte dieses Habitat da. Wir können jetzt nicht auswechseln, wenn es nur 2 Mal trifft. Nein, wir können nicht auswechseln. Das heißt, unser Giflor wird hier gerade durch den Borschnabel besiegt. Fängt der Part natürlich sehr gut an. Denn Habitat besiegt uns hier. Und unser Giflor geht gerade ein, sozusagen. Da hat wohl jemand nicht gegossen. So, welches Pokémon wählen wir jetzt? So, wir haben. Wir setzen Nidoking ein, weil. Kickli. Ja, okay, es hat den Turmkick, aber. Da steht ein Habitat gerade mit einem Bohrschnabel. Das eigentlich sehr reinhauen sollte. So, ich hoffe jetzt mal, dass wir Attacken haben, das. Na, wir haben den Doppelkick. Wir machen den Doppelkick. Der trifft 2 Mal, trifft neutral. Giftstachel ist jetzt nicht das Beste. Erdbeben trifft gar nicht. Und Hornbohrer möchte ich mein Glück nicht drauf. Möchte ich. Nicht wirklich mein Glück darauf verlassen. Doppelkick trifft 2 Mal. Und sollte das Habitat eigentlich auch rausnehmen beim nächsten Mal. Er geht hier auf Bohrschnabel. Das sollte nicht mehr als 60 machen. Nee, macht's nicht. So, wir gehen jetzt nochmal auf den Doppelkick. Und sollten dieses Habitat damit rausnehmen. Damit bleibt hier noch ein Pokémon. Ich hoffe nicht, dass es jetzt unbedingt ein Lamus, ein Fleckmon ist. Welche Pokémon hat er gerade noch gehabt? Die normalen Standards-Matrosen-Pokémon. Enteron könnte er auch noch haben. Das wäre auch nicht so gut, wenn er jetzt einen Enteron hat.
Lassen wir uns mal überraschen. Er hat hier Krabby dabei, okay. Krabby also. Wasser-Pokémon Krabby hat eigentlich eine gute Verteidigung. Aber Erdbeben sollte eigentlich auch guten Schaden machen, also. Sollte eigentlich ein Two-Hit sein. Schauen wir mal, ob es mehr als 60 abzieht. Jawohl. Zieht mehr als 60 ab, das heißt, wir sollten eigentlich eine Attacke überleben. Auch den Krabhammer. Und die Schere sieht ganz gut cool aus, muss ich zugeben. Und wir überleben sogar den Crit. Wir überleben sogar den Crit. Und das ist sehr gut. Denn jetzt können wir zurückschlagen und können das Krabby hier besiegen. Und es war schon ein relativ knapper Kampf jetzt sofort wieder. Wieder nur ein Pokémon gehabt und ein Pokémon 8 KP. Ah, das war dieses Habitat mit dem Borschnabler gerade in Schuld. Wer kann denn auch an, dass Habitat Borschnabel hat? Klar, Ivitak kann Borschnabel. Ist auch damals... Ja, Signature Move. Zapdos konnte auch, kann auch Borschnabel, aber eigentlich Borschnabel verbinde ich immer das Ivitak mit. So, wir kämpfen jetzt weiter. Und kämpfen jetzt gegen den Rocker. Rocker müsste eigentlich die normalen Magnetilo-Pokémon da haben. Ja, genau. Magnetilo, Voltorb, Elektroball. Und sowas ähnliches. Und da setzen wir jetzt... Ja, wir setzen Dictree ein. Setzen wir Dictree ein? Ja, wir setzen hier Dictree ein, dann das Nidoking. Und ich würde sagen, auch das Relaxo. Denn wer weiß, was die da jetzt alles Tolles können. Und Relaxo tankt halt eine Menge. Vor allem, Relaxo ist hier richtig gut mit seinem Spitzwert. Das heißt, Relaxo ist sehr, ist ein sehr starkes Pokémon damals gewesen, durch seine hohe KP und die gute, durch den guten Spitzwert. So, dann geht jetzt hier auf Bodycheck. Und wir gehen jetzt auf Schaufler. Ja, Relaxo, gutes Pokémon. Eine Menge guter Attacken kannst du lernen. Weil normal Pokémon haben ja immer diesen Movepool an Eisstrahl, Feuersturm, Donner und Blizzard und alles. Und durch den guten Spitzwert ist Relaxo, tankt es halt viel und kann halt noch selber gut damit austeilen. Hat dazu halt noch Erholung und sowas. So, Schaufler trifft. Und nimmt das Elektroball raus. Sehr schön. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte eigentlich, Elektroball könnte überleben, weil Dictree hat jetzt nicht den mördermäßigen Angriff, muss man sagen. Aber das hat Dictree sehr gut gemacht. So, wen hat er noch dabei? Er hat jetzt hier Pikachu. Wir können ja eigentlich wieder auf unseren Schaufler gehen. Ja, Pikachu ruft hier nicht das typische Pikachu, sondern er hat sein schrilles Soundgeräusch. Vermisst man natürlich gerade dieses normale Pikachu-Geräusch. So, er macht hier Body Slam. Trifft nicht, weil wir wieder im Boden verschwunden sind und jetzt unter dem Klett Pikachu hochkommen und es mit dem Schaufler besiegen. Okay, wir kommen nicht unter... Na, das sah gerade ein bisschen creepy aus, weil eigentlich, wenn wir unter dem Pikachu herkommen, drunter wegkommen, aber wir sind bei uns gelandet, haben dann einen Tunnel nach vorne gegraben und es kam unter Pikachu her. Sehr creepy-mäßig, aber wir können Pikachu hier besiegen. So, er hat jetzt hier noch Magnetilo. Und das sollte kein Problem sein. Magnetilo hat jetzt den höchsten Superschall, Kreideschall, Ultraschall als Attacken. Ja, er geht hier auf Superschall, weil sonst hat das Magnetilo nicht wirklich Attacken, womit es sich wehren kann. Es war damals noch kein Stahltyp, kam erst ab der zweiten Edition, hat also noch keine Lichtkanone und ähnliches. Triplette könnte es haben, das stimmt. Aber ja, Schaufler ist ja egal. Wir besiegen es mit Schaufler. Und damit hat Dictree einen sehr guten Job hier gemacht. Also Chapeau, Dictree. So, mal gucken, wer der nächste Gegner ist. Ich glaube, es war ein Greis, wenn ich mich nicht recht irre. Und Greis setzen, glaube ich, gerne Feuer-Pokémon ein. So war es zumindest damals gerne. Vor allem Fukanos und Ponitas. Aber auch Pipis und Pumlos, glaube ich. Also könnt ihr vielleicht Pokémon davon dabei haben. Ja, da sehen wir Fukano und Ponita und dazu noch Glumanda, Glutexo und die bei Nidorans. Deswegen setzen wir jetzt auf Nidoking, auf Dictree und auf... Ja, wir nehmen Relaxo nochmal mit. Relaxo ist auch nicht so verkehrt. Und damit sind wir auch schon beim dritten Gegner, also... Der zweite Kampf ging noch recht fix. Ich hoffe, dass der jetzt auch... Und er hat hier das Glutexo. Ich hoffe, dass dieser Kampf auch recht fix geht. Wir gehen hier auf Erdbeben
Das sollte sehr guten Schaden auf dieses Glutexo machen. Outspeeden sollten wir es auch. Und dann sollten wir das Exoglut eigentlich besiegen. Ja, Sekundus. Jawohl, Glutexo ist damit besiegt. Sehr schön. Nidoking hat noch keinen Schaden genommen. Ich hoffe, dass... Was könnte er jetzt haben? Er könnte jetzt das Vulcano noch dabei haben. Er hat hier Nidoran. Nidoran, okay, Nidoran weiblich, um genau zu sagen. Wir gehen hier wieder auf Erdbeben. Das sollte dieses Nidoran eigentlich besiegen. Und vielleicht sieht dieses Nidoran weiblich dann auch, wie stark dieses Nidoking ist und entwickelt sich auch bald zum Nidoqueen. Aber das steht in den Sternen. So, er hat jetzt noch ein Pokémon. Und das sollten wir auch mit Leichtigkeit eigentlich besiegen. Und es ist ein... Ja, okay. Nidoran männlich. Mit den kleinen Hasenzähnen. So, wir gehen jetzt hier auf Erdbeben. Und auch das Nidoran sieht jetzt erstmal, was das Gegnerisch hier ist. So, nimmt dann unser Nidoking. Und es ist bestimmt sehr neidisch auf unser Erdbeben, denn wir nehmen es hier mit einmal raus. Braucht nur drei Erdbeben, um den Kampf hier für uns zu entscheiden. Drei Pokémon besiegt mit einem Erdbeben. Ja, das sieht doch sehr gut aus, denn jetzt können wir uns auch Major Bob widmen. Und ich bin mal gespannt, was Major Bob dabei hat. Also Major Bob wahrscheinlich Voltoball und Elektroball. Pikachu und Raichu, Magneton und Electic könnte ich mir vorstellen. Oder Magnetilo und Electic vielleicht. Aber weitere Elektro-Pokémon gab es nicht. Okay, hat hier Voltoball, Elektroball, Pikachu, Raichu, Magnetilo und Magneton. Okay. Ich würde sagen, wir fangen hier mit Dictry an, nehmen noch das Nidoking mit und das Relaxo. Oder? Ja, wir nehmen das so mit. Ich hoffe, ich habe jetzt keine falsche Wahl getroffen. Aber eigentlich kann er nicht so viel gegen uns. Er hat hier das Elektroball. Okay. So, Elektroball. Was könnte Elektroball für Attacken haben, um uns zu treffen? Es kann Finale und Explosion, aber... Ich glaube nicht, dass Major Bob jetzt hier Finale und Explosion einsetzt. Okay, er setzt doch Finale und Explosion ein. Sehr interessant. Und wir überleben das. Wir überleben mit 10 KP, überleben wir ein Finale vom Elektroball. Ja, das hätte ich jetzt echt nicht erwartet. Ja, sehr gut. Fängt doch gut an für uns. Er setzt hier Magneton ein. Und eigentlich müsste unser Schaufler jetzt noch kommen. Okay, unser Schaufler kommt doch nicht mehr. Ich hatte eigentlich den Schaufler gedrückt, aber okay, durch das Finale hat sich wohl das Elektroball selbst besiegt, sodass wir keinen Schaufler einsetzen können. Magneton geht ja auf Bodycheck, trifft nicht. Und wir setzen jetzt dieses Magneton mit einem Schaufler sehr unter Druck. So, ich hoffe, Dictry schafft es jetzt, dieses Magneton mit einmal zu besiegen. Nee, nicht ganz leider. Okay. Aber es geht daneben, sehr gut. Jetzt lacken wir uns hier gerade echt gut durch. So, wir gehen jetzt hier auf Schaufler. Und damit sollten wir das Magneton jetzt auch besiegen können. Falls es nicht durch... Oh, es kann Hyperstrahl, okay. Das sieht sogar sehr cool aus, wie diese drei Magnetilos hintereinander fliegen, um diesen Hyperstrahl dann da rauszudrücken. So, wir gehen jetzt Schaufler, trifft, besiegt dieses Magneton. So, damit bleibt Major Bob nur noch ein Pokémon. Bin mal gespannt, was das jetzt für ein Pokémon ist. Ich könnte mir vorstellen, dass es ein Raichu ist, weil das halt sein Signature-Pokémon eigentlich ist. Und es ist auch das Raichu, okay. Ja, Raichu könnte vielleicht Mega-Hieb, Mega-Kick. Raichu könnte... Ich weiß nicht, ob Raichu jetzt hier schon Surfer besitzt, aber es könnte vielleicht auch den Surfer hier haben, denn durch die gelbe Edition konnte man Pikachu ja Surfer beibringen. Wir sind erstmal schneller, das ist schon mal sehr gut, denn jetzt können wir gucken, was... Und es geht auf Body Slam, okay, Raichu geht hier auf Body Slam. Also hat es wahrscheinlich kein Surfer. Wenn es Surfer gehabt hätte, wäre es ein kleines Problem gewesen eigentlich, weil Nidoking habe ich ja noch dabei. Okay, Relaxo hätte den Surfer wahrscheinlich gut getankt. Und Schaufler trifft besiegtes Raichu. Und damit haben wir unseren dritten Orden gewonnen.
und schreiten als nächstes weiter. Was doch mal sehr cool ist. Genau, Level beendet. Diktri hat hier einen sehr guten Job gemacht, hat ein Finale getankt, ist noch einem Bodycheck da ausgewichen und hat alle Pokémon besiegt. Also mit Leichtigkeit haben wir eigentlich gewonnen. Wir hatten ja noch Nidoking und Relaxo in der Hinterhand. So. Orania City wurde geschafft. Als nächstes müsste eigentlich Erika kommen. Genau, zu Erikas Turm. Aber da machen wir jetzt nicht weiter, sondern Erika behalten wir uns für die nächste Folge auf. Ich würde sagen, wir beenden jetzt hier den Part. Macht's gut, Leute, und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es dann gegen Erika geht. Also, ciao, Leute.